Gefesselt und nur in Unterhose gekleidet führen Polizeibeamte und Sanitäter den Schauspieler Joel Williams ab. Verängstigte Anwohner haben mehrfach den Notruf gewählt. Raus. Das bekannte Fernsehgesicht hat zuvor laut fluchend verwirrte Sätze von seinem Balkon über den FC Bayern und Ex-Fußballer Oliver Kahn geschrien. Außerdem soll er Anwohner mit einer Eisenstange bedroht haben. Die Polizei wird alarmiert. Aufgrund seiner aggressiven Haltung ist auch bei der Polizei äußerste Vorsicht geboten. Spezialkräfte werden ad. Über den Hinterhof verschaffen sich die Beamten Zugang zu seiner Wohnung. Sie überwältigen den 33-Jährigen. Was seinen psychischen Ausraster ausgelöst hat, ist bislang unklar. Das soll nun eine Untersuchung beim Amtsarzt ergeben. Beamte fahren ihn ins nächste. Nach Bildinformationen soll er nun auch psychiatrisch untersucht werden.